Herzlich willkommen zurück zu Minecraft WG. Heute haben wir mal wieder einen Gast dabei, den lieben Endzeitkind. Ja. Und hallo. Es ist eigentlich alles so wie immer. Er kriegt jetzt so sein Feld zugewiesen, wo er was Schönes bauen kann. Und ja, dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ja. Genau. Wir sind hier im Lager. Hier kannst du dir gleich deine Items raussuchen, die du brauchst. Und dann zeige ich dir mal einen Bauplatz. Kommst du mit? Ja, und wir sind auch mit dabei. Ja, die anderen sind natürlich auch mal da, wie immer. Nee, wir sind nicht mit dabei. So, gut, du kannst dir mal... Leon! Hi! Der Rio. Leon. Oh, bei Leon waren wir gar lange nicht mehr. Ja, so, Leon, ist Leon überhaupt da? Ja. Hallo, Leon. Hallo. So, ich würde sagen, du nimmst hier hinten ein Grundstück. Leon hat hier aber komische Türen gebaut. Ey, du gibst mir die ganze Zeit Brot. Sehe ich aus wie ein so, da such dir ein Grundstück aus. Also das hier vorne ist ein bisschen groß und hier hinten sind auch ein bisschen kleinere. Kannst du dir eins aussuchen? Am besten, ja. Mit dem Schwein ist okay. Nicht zu verkennen, Rio. Oh, und das Lager hast du ja gesehen. Dann holst du dir deine Items und dann fängst du an, irgendwas zu bauen. Irgendwas. Ich glaube, irgendwas ist genau das, was ich tue. Irgendwas. Das ist gut. Und während du jetzt deine Items holst, kannst du dich auch direkt mal vorstellen. Wer bist du, was machst du und so, ne? Ja. Oh, ich bin so schlecht im Vorstellen und ich habe schon wieder vergessen, wo das Lager ist. Moment. Ja. Ich bin das Endzeitkind, klingt viel schlimmer, als ich in Wirklichkeit bin. Obwohl weiß ich eigentlich gar nicht so recht. Und ja, ich mache ebenfalls Let's Plays und vorwiegend Indie-Games, Minecraft unter anderem, aber auch ja alles Mögliche eigentlich. Terraria. Ich habe mich eigentlich nicht wirklich auf was festgelegt. Ich spiele auch einige Shooter, obwohl ich absoluter Noob darin bin. Ich suche quasi eigentlich immer mal so einen roten Faden, den ich allerdings nie einhalte. Das ist eigentlich alles, was es über mich zu sagen gibt. Ach ja, ich bin 25 Jahre alt, kann ich noch dazu sagen. So nebenbei. So einer von den Ältesten überhaupt. Das ist gar nicht wahr. Naja, da Ruther dabei ist, bist du eher ein Jungspund. Ja, aber echt. Wollte ich gerade sagen. Ich werde auch 25 dieses Jahr, ja. Ja, aber ich sag mal so, im Normalfall ist doch der Altersdurchschnitt recht niedrig, ne? Das stimmt, ich zähle wohl auch mit zu den Älteren. Wir sind schon so alt. Oh mein Gott, so verbraucht. Ich hab schon Falten, wo man das gar nicht nennen darf. Wo, in der Poritze oder was hast du Falten? Falten in der Poritze. Ja, Falten. Irgendwo hat man doch Falten. Das wäre eher merkwürdig, wenn da keine Falte wäre. Ich wollte gerade sagen. Ja, das fängt schon gut an hier. Die MS-Niveau sinkt schon wieder. Ja. Oh mein Gott, heute sinkt für sie das Niveau. Ihr könnt euch zwischendurch übrigens mal eine Rüstung oder sowas bauen. Wenn wir Endzeitkind nachher rausschmeißen, werden wir mal eine Runde in die Höhle gehen oder sonst was. In eine Höhle? Ich weiß, was ich baue. Ich hatte einen Geistesblitz. Ja, baust in den ersten zwei Folgen. Deine Oma baut das in den ersten zwei Folgen. Nee, es wurde halt gefordert, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Action machen. Dann dachte ich mir, gehen wir mal in eine Höhle oder sonst was. Action? Okay. Action! Ich renne ja auch nur doof rum und mach gar nichts. Ich habe eine Idee gerade. Gut, die Zuschauer wollen Action. Dann macht euch selber welche. Apropos Zuschauer hier. Ihr wundert euch vielleicht, weil das ein bisschen anders aussieht. Ich benutze gerade das KOP Photorealism Texture Pack. Ja. So, das wollte ich euch nur noch sagen. Und die komischen Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, ist der Matmos-Mod. So. Und jetzt sagt bitte nicht wieder alle, benutzt doch mal Honeyballs Texture Pack. Was genau. Ich gerade tue. Bitte. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich mag Honeyball, aber ich kann es nicht mehr lesen. Nö. Also wir haben gesagt, das hier ist ganz cool, haben ein paar so geschrieben und ich habe mir das angeguckt, mir gefiel es auch auf Anhieb, deswegen habe ich das jetzt mal genommen. Misa hat ja jeder und Misa wollte ich eigentlich auch nie haben. Hab das nur in den letzten Aufnahmen gehabt, weil mein Ovus Rustic ja nicht mehr geupdatet wird. So. Versuche mich hier gerade noch ein bisschen im Keller zurechtzufinden und zu gucken, was ich überhaupt brauche. Ich werde hier hin, ja. Kellerkind. Du solltest nur auch irgendwann anfangen zu bauen, weil, Ja, das wäre schon nicht schlecht, das stimmt allerdings. Du musst ziemlich schnell bauen. Wenn du irgendwas, dass dir einer eine Wand zieht oder einen Boden aushebt, dann kannst du uns auch Bescheid sagen, das machen wir gerne.
Also eigentlich nicht, aber wir machen es. Aber wir machen es trotzdem, genau. So, wenn sein muss. Kollegen. Lassen wir uns breitschlagen, genau. Eventuell. Und wir werden auch weniger Tagschieden. Also wenn es dunkel wird, werden wir schlafen gehen. Habe ich jetzt so mir vorgenommen. Ach, ja. Das gewünscht, oder was? Ach, das ist allgemein. Es ist nicht so gerne gesehen, wenn man das macht. Eben, deswegen werden wir es auch wieder weniger machen. Heul doch. Das merke ich bei mir in den Let's Plays auch, ey. Du hast heute dein Gemein. Ja, ich hab halt mein Gemein. Alter, fick dich, ich pack euch den Arsch weg. Ich hab Lust, meiner Katze am Schwanz zu ziehen. Flori! Tja. Was? WTF? Solange sie das nicht bei ihrem Freund macht. Hallo? Was? Das will ich nicht gehört haben, ich bin Single, ja? Hier, Endzeit! Das glauben ja die Zuschauer sowieso nicht. Mit welchem Spiel hast du denn angefangen zu Let's Playen? Mit Minecraft tatsächlich, ja. Tatsächlich. So richtig Gronkh gesehen und gedacht, jetzt machen wir mal Minecraft oder wie? Das Lustige war, ich habe tatsächlich erst Gronkh gesehen, aber nicht mit Minecraft. Das war damals, das war so total wirsch. Das war nämlich der Landwirtschaftssimulator 2010, glaube ich. Der war gut. Und ich fand das so dämlich, dadurch bin ich tatsächlich aufs Let's Play gekommen. Vorher hatte ich absolut keine Ahnung, was Let's Plays überhaupt sind und so. Das war dann doch schon sehr interessant. Ja, und so bin ich eigentlich quasi dazu gekommen. Und Minecraft, weiß ich nicht, ich konnte erst gar nichts mit Minecraft anfangen, als ich davon gehört habe. Und dann habe ich es mir dann doch irgendwann gekauft. Ausprobiert und dann habe ich gedacht, ach ja, das kannst du ja mal machen, damit kannst du ja mal anfangen. Und ja, damals wusste ich noch nicht, dass jeder Hinz und Kunst damit angefangen hat. Wir gehen mal Richtung Bett, würde ich sagen. Ja, aber irgendwie ist Minecraft trotzdem immer noch das so ein Projekt, was immer am meisten gesehen wird. Das stimmt. Ja, weil es halt durch alle Altersklassen auch geht, ne? Obwohl ich sagen muss, dass ich mit einem normalen Minecraft-Let's Play aufgehört habe, einfach weil mir der Spaß da nicht mehr so dran, ich da nicht mehr so einen Spaß dran hatte. Ja, Endzeit, kommst, das kann ich auch verstehen. Kommst du zu unserem Haupthaus, da wo das Herz drüber ist? Ich liege hier auf dem Feld, auf dem Bett. Ja, dann wirst du Spaß haben, wenn die Zombies hier kommen. Aber okay, mach du mal. Das war knapp. Obwohl, jetzt liege ich ja eigentlich schon im Bett. So, jetzt können sie eigentlich nicht mehr kommen, jetzt liege ich ja schon im Bett. Oh, ich sehe da draußen einen Creeper auf unserer Insel. Dann, wo ist Lucandra? Wir kommen. Das ist ja gemein, der Creeper, der macht sich gerade auf unseren Liegen bereit. By the way, ist da einer, der schreit, ich weiß noch nicht, welcher von beiden. Ja. Ich glaube, der Ältere. Sehr schlecht. Ja. Wäre doch mal lustig, wenn ich so in der Ferne ein bisschen explodiere oder so. Ja, die Zuschauer wollten ja mehr Action. Ja, das müsste der Rather ja dann noch sehen. Das wäre ja sonst langweilig. Stimmt. Obwohl, du könntest auch formschön schreien. Ich? Nein. Oder er? Nein, Endzeit. Der explodiert immer. Genau. Einfach mal warum alle. Solltest du denn schreien, wenn Endzeit explodiert? Fanny und Luca. Ja, das heißt, du rumzukommen. Wie weit seid ihr weggelaufen? Ihr könnt da Haha schreien. Weiß nicht, ich liege hier schon die ganze Zeit. Ich liege schon die ganze Zeit in der Boje. Ihr nehmt irgendwie Endzeit gerade die Zeit weg. Ja, das ist doch ein bisschen doof gerade. Ja, wir dürfen ja nicht Tag cheaten. Tja. Zur Not baue ich eine Sandburg. So, das habt ihr jetzt davon, wir cheaten nicht mehr Tag, deswegen dürft ihr euch jetzt hier langweilig den Strand angucken. Genau, selber schuld. Aber da hinten ist ein Osterei, guck mal, das ist doch spannend. Das ist doch mal rein. Ja, frohe Ostern übrigens, nachträglich und so. Das war jetzt schon wieder Mittwoch, aber egal. Ja, und diese Folge sehen Sie sogar erst am Samstag. Ach so, ja, dann ist jetzt Samstag, aber aufgenommen haben wir Mittwoch. Ach, die waren da unten irgendwo am Farm, ich sehe da unten die Namen. Ja, aufgenommen haben wir Mittwoch, wie immer Mittwochs aufnehmen. Genau. Das können wir gut, ne? Mittwochs aufnehmen. Ja, es muss ja auch irgendwie so sein, sonst kann man sich ja nicht 5 Leute unter einen Hut kriegen. Übrigens fand ich geil, dass ganz viele gesagt haben, oh, Rather, lade doch 3 Folgen am Tag hoch. Gronkh schafft das auch. Okay. Und ich saß da so, ich will doch Freizeit haben. Alles ich hab meinen eigenen Kanal. Ja. Außerdem lade ich ja 4 Folgen am Tag hoch. Also, nur nicht halt Minecraft. Kommentaren sind. Da möchte ich auch nochmal kurz anmerken, ich glaube, das wurde gerade noch nicht gesagt. Das habe ich auch in die Kommentare geschrieben. Ja. Wir finden es natürlich toll, wenn ihr wollt, dass Gäste bei uns einziehen. Aber das ist rein technisch auch gar nicht möglich. Erstmal möchten die meisten das nicht mal. Zweitens, wie stellt ihr euch das vor, wenn wir jeden Gast einziehen lassen? Nehmen wir mal Captain Morris, wolltet ihr, dass er einzieht? Smokey wolltet, dass er einzieht? Sips, TT. Sips und TT und hier, wie heißt Marv. Marv wolltet ihr auch, dass er einzieht? Das würde gar nicht gehen. Wenn wir alle hier quatschen, dann... Das wäre, keine Ahnung...
Das wäre Babygekreische in Rewind. Ja. Ja. Also wir sind schon mit 5 Mann eigentlich relativ viele. Ja. Ja. Und außerdem wäre dann auch kein Slot mehr für den Gast frei, wenn wir nur 6 wären. Ja, aber das kann man ja hochpushen. Ne? Ja gut, aber es wäre halt wirklich... mehrere wird gar nicht gehen. Davon mal abgesehen will nicht jeder hier gleich einziehen, sondern die meisten wollen ja einfach nur zu Gast sein, weil es halt eine nette Abwechslung ist. Und euch, Creeper, und euch bietet das natürlich auch viel Abwechslung, weil immer wieder jemand anders dabei ist. Ja, genau. Genau. Und wir probieren ja sogar interessante Leute einzuholen. Wir probieren sie alle aus. Warum bin ich dann hier? Ich wollte gerade sagen, warum haben wir Inside-Kind hier? Der Name ist cool. Danke. Der Name ist cool, genau. Das ist wie muss reichen. Ich habe mit einem in LOL gespielt, nur weil er irgendwie der Einfallslose hieß oder sowas. Einfach nur wegen dem Namen. Boah, reicht auch, bitte. Ja, ne? Ach ja. Nee, ich glaube, der schreit immer noch. Endzeit, ja, kann ich dir helfen? Nee, gerade nicht. Ich habe nur eben kurz, das war ja nicht viel Boden. Den habe ich schon mal eben ausgehoben. Gut. Nachdem die Nacht vorbei war. Ich kann dir sagen, 11 Minuten sind jetzt rum. Nur so damit zur Orientierung. Übrigens, von vielen Zuschauern gewünscht, ich baue jetzt endlich unsere Toilette. Ah ja, das habe ich auch gelesen. Oh. Ja. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Ja, ich habe mir gedacht, das baue ich jetzt, weil das dauert auch nur 2 Folgen. Ich werde eine luxuriöse Toilette bauen. Ich pinkel auch nicht. Ja. Und das hat vorgeschlagen der Simon XD 1996. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vorschlag. Lass uns mal die Endzeit zu Wort kommen. Was ist auch eine Minecraft-Welt ohne Scheiß aus? Richtig. Ja, ich habe nur gelesen, irgendwie spielen wir seit 150 Folgen oder was auch immer und war noch nie auf Klo. Ja, das geht nicht. Ich war schon öfter auf Klo. Egal. Ja. Wir haben hier eine große Tanne, rat mal, warum die so groß ist. Hallo? Kulturdünger. Ja, Rio-Dünger. Oh, mehr wollen wir nicht wissen, sonst reden wir gleich wieder über dein Gehänge und dann ist alles vorbei. Ich wäre mit der Bärenmarke. Hast du heute die Folge. Hast du heute den Namen der Folge gelesen? Ich musste noch so eine Hommage an dich da reinschreiben. An mich? Ja, es war die Folge, wo Morris in Mob gescheatet hat. Und dann haben wir geschrieben, Rio ist nicht mehr alleine. Lol. Das man hat mir die hochgeladen, weil ich dann noch bearbeite. Ich mir die mal an. Spät. Okay, dann. Ich habe das Gefühl, dass es besser ist, wenn ich die ein bisschen später hochlade. Ich glaube, die ideale Zeit ist so von 16 bis 18 Uhr oder 15 bis 18 Uhr. Ja. Und ich will ja auch, dass das möglichst viele Leute sehen, sonst machen wir ja irgendwie umsonst hier alles und das wäre ja doof. Ja. So, jetzt zeigt dir die neue Folge Minecraft WG gar nicht. Irgendwie spinnt da drum. Ja, YouTube ist irgendwie so ein bisschen komisch auch. Der neuen Startseite sowieso. Ja, könnte ich kotzen, wenn ich das sehe. Tut mir leid, also echt. Also ich gehe ja generell immer über Abos und neue Videos. Dann sehe ich wenigstens auch alles. Ja. Ja, aber nur das, was du abonniert hast. Ja, natürlich. Aber das meiste andere interessiert einen eh nicht, diese ganzen Minecraft WG und sowas. Ich nenne sie mal Top-Let's Player oder Top-YouTuber, die immer auf den Startseiten sind. Ja, weil entweder kennt man die oder... Ja, und dann hat man sie aber abonniert, weil man sie eh mag, genau, oder? Oder man findet sie halt doof. Ja. Oder macht's wie ich und abonniert so gut wie gar keinen. Das geht auch. Du abonnierst nur dich selber. Das ist auch völlig in Ordnung. Mich selber habe ich abonniert, ja, stimmt. Ich gebe es zu, ich habe mich selber abonniert. Schön zweiten Account gemacht. Ja, das ist ja eigentlich der zweite Account. Ich habe ja vorher auf Razamoon meine Videos hochgeladen und Razamoon LP ist ja der zweite Account eigentlich. Hab dann nur gewechselt von ersten und zweiten und so und ich habe mich jeweils selber abonniert. Frech, wie ich bin. Ich habe mich auch selber abonniert, aber nicht wegen dem Abo an sich, sondern ich habe mit dem anderen Account auch viele andere YouTuber abonniert. Ich will gucken, wie meine Videos auf die Startseite geworfen werden. Das mache ich schon seit relativ geraumer Zeit. Ja, ich denke, das ist auch legitim, also. Ja. Ist ja nur quasi Qualitätssicherung, kommen meine Videos an. Ja. Richtig. Auf der Seite. Genau. Was findet ihr eigentlich was haltet ihr von diesen neuen Brettern, also die jetzt in allen möglichen Farben? Daraus baue ich gerade das Haus. Welche Bretter? Hast du das Rohholz genommen, ne? Ja, Birke gibt jetzt weiße Bretter und nicht mehr die normalen Planken, sondern weiße Planken. Könnt ihr ja mal hier gucken, ich experimentiere gerade. Deswegen ist es jetzt schlecht, immer Birken als Farmwald zu benutzen, wenn man normale Bretter haben will, weil das geht nicht mehr.
Ja, ich seh die Bretter nicht bei mir, weil mein Texturenpack das nicht drin hat. Okay. Hast du ein altes Texturenpack? Leider ist die Fläche hier unsymmetrisch. Merke ich gerade. Ja, dann reiß den Zaun einfach ab. Das ist also. Du bist ja da relativ. Ich komm mal vorbei. Bei mir hast du hier gar nichts gebaut, bei mir ist das so ein Grafikfehler. Ja, genau, bei mir auch, Fanny. Aber auch die Lava unten gerade. Aber ja, du hast doch Standard. Achso, nee, du hast auch. Wo ist denn dein Häuschen? Ich werde dann da auch nicht sehen. Weil ich ganz hinten bei Dings, wo. Ne? Ganz hinter der Achterbahn. Oh, das ist ja so helles Holz. Wie geil. Sag ich dir mal. Also, hier ist es hell. Hat zufällig jemand gerade irgendwie Steine im Inventar, dass ich mir zumindest meine Axt machen kann? Weil da war keine mehr in der Kiste. Waren da keine Steine mehr drin? Geben. Oder keine Axt? Keine Axt. Ja. Da ist eine Axtbrüstung. Warte. Nein, das kriegst du wieder. Ja. Ist jetzt, glaube ich, nicht strategisch klug gewesen, weil Wasser alles Iron weggeburstet hat, aber. Ich habe 15 Inventar, die muss nur noch gebrannt werden. Ja? Mhm. Ah, blöde Tür. Wenn ich mal gleich am Ofen vorbeikomme, mache ich das mal. Ist ja interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, irgendwie. 9, 10, ja, der Raser kann zählen. 11, 12, 13, 14, 15, ja. 16, 17, 18. Oder wie man ihn auch neuerdings 19, nennt. 20, jetzt kommt's. Alt und langsam, Abby. Ah, ist das jetzt neu? Mhm. Jetzt muss ich nochmal nachzählen. Nur wegen dir. Ich sag ja alt und langsam. So. Es soll Leute gegeben haben, die ich dafür schon...